Hallo, herzlich willkommen zum nächsten Tutorial zur 72-Stunden-Webseite für Koordinierungskreise. In diesem Video wollen wir uns anschauen, wie ihr die Seitennavigation oder generell den Seitenaufbau von eurer Koordinierungskreisseite anpassen könnt. Dafür schauen wir zunächst nochmal hier auf unseren Seitenbaum. Da sehen wir jetzt hier einmal die normalen Seiten, die auch in der Navigation auftauchen. Die haben hier vorne so ein Blattsymbol. Und es gibt Seiten, die tauchen nicht in der Navigation auf, die hier so leicht gepunktet umrandet sind, wie diese hier, bei der auch eingeblendet wird, dass sie im Menü verborgen sind. Und als dritte Kategorie von Seiten, wie sie hier in der Navigation drinstehen könnten, gibt es auch noch Weiterleitungen. Die haben wir hier jetzt gerade noch nicht. Aber wir bearbeiten mal eine Seite so, dass sie zur Weiterleitung wird. Dafür gehen wir hier drauf und haben hier die Möglichkeit, statt einer Standardseite, die entweder eben in der Navigation sichtbar ist oder eben nicht, einen Verweis zu machen. Der geht dann eben auf irgendeine andere Seite. Das heißt, wenn wir das hier machen, dann ändert sich hier zum einen das Symbol und wir können jetzt hier eine Seite aus den Seiten unserer Kuckreisseite auswählen, auf die dann diese Seite hin verweisen soll. Das heißt, so kommt man von mehreren Stellen in der Navigation etwa auf die gleiche Seite. Alternativ könntet ihr auch hier einen Link zu einer externen URL, also möglicherweise zu eurer Dekanatsseite oder was ihr eben so habt, auch direkt in der Navigation mit unterbringen. Oder ihr könntet hier einen Ordner auswählen, so wie wir ihn hier mit Sonstiges sehen. Brauchen wir jetzt mal nicht zu speichern. Dann gehen wir erstmal hier von der Theorie des Seitenbaums dann auf die richtige Seite und vergleichen das Ganze dann. So haben wir hier unsere Startseite und hier die sechs Navigationselemente. Das heißt, die Navigationselemente fangen unterhalb von unserem Test-Kuckreis hier an und sind dann hier News, der Kuckreis, Aktionsgruppen, Bilder, Material und Unterstützer. Das heißt, die Namen hier sind dann eben auch tatsächlich genau die Navigationsbeschriftungen. Wenn wir die ändern wollen, gehen wir einfach hier, also wählen wir die Seite aus und gehen hier oben auf Seiteneigenschaften bearbeiten und haben dann hier Seitentitel. Wenn wir hier einen alternativen Navigationstitel angeben würden, würde dann der angezeigt werden, aber in der Regel ist es sehr sinnvoll, das einfach mit dem ein und selben Begriff zu machen. Da gibt es auch keine Verwirrung. Ja, unterhalb von News haben wir hier eine Unterseite. Das heißt, wenn ich hier jetzt News anklicke, erscheint hier rechts dann die zweite Menüebene mit der Unterseite. In der steht jetzt hier nicht wirklich was drin. Aber es gibt dann, ihr seht dann hier auch noch eine dritte Navigationsebene. Das ist dann hier die Unterunterseite, die ich jetzt auch mal hier schon angelegt habe, die dann eben darunter noch angezeigt wird. Auf der Seite ist aber noch kein Inhalt. Ja, wenn ihr die Reihenfolge von Seiten der Navigation ändern wollt oder Seiten ausblenden wollt, geht das ganz gut hier in der Listenansicht. Dann haben wir jetzt hier unsere sechs Navigationspunkte plus den Ordner Sonstiges, der aber ohnehin nicht angezeigt wird, daher erstmal egal ist. Jetzt können wir zum Beispiel hier mal die Reihenfolge ändern und setzen News auf Punkt 2, indem wir hier einfach mit diesem Rauf- und Runterpfeilen das machen. Dann ändert sich hier jetzt ja, da hat sich jetzt hier geändert. Wir können auch einfach mal testweise hier eine Seite ausblenden. Genauso, wenn ich hier die Glühbirne ausmache, dann kommt hier dieses Einfahrtverbotenschild da dran. Das heißt, diese Seite ist gar nicht erreichbar. Die gibt es jetzt quasi momentan hier auf der Frontend-Seite nicht. Ich aktualisiere wieder und dann haben wir hier nur fünf Symbole. Rein theoretisch könntet ihr eben auch mehr als sechs Punkte dieser Hauptnavigation anordnen. Die würden danach dann von hier aus 7, 8, 9 da unten drunter kommen, aber dann würde halt dieser Bereich oben sehr groß werden und die Proportionen passen nicht mehr so richtig. Also vom ganzen Seitenaufbau, von daher wäre unsere große Empfehlung auf jeden Fall nicht mehr als sechs Symbole zu verwenden. Am besten eben genau sechs, damit das dann halt hier auch ordentlich aussieht. Ich glaube, da wird auch jeder Koordinierungskreis irgendwelche Sachen finden, die da ganz sinnvoll sind. Wir haben hier ja schon mal ein paar Sachen vorgegeben,
wie so unsere Ideen waren, was ihr dahin platzieren könntet. Ja, jetzt machen wir einfach nochmal hier eine neue Seite, damit ihr das auch mal seht. Machen wir einfach hier unter News noch eine weitere. Das heißt, ich gehe hier auf News und dann einfach hier oben drauf einen neuen Datensatz erstellen. Oder ich könnte auch hier hingehen, wo direkt schon der Datensatztyp Seite oben drüber steht. Das heißt, hier könnte ich nur eine Seite erstellen. Wenn ich hier drauf gehe, habe ich noch ein paar andere Optionen, die wir jetzt gerade nicht brauchen. Wir können hier eine Seite in News erstellen, das heißt, die wäre dann auf der Ebene von Unterseite oder Einzelansicht. Oder eine Seite nach News, die würde dann eben hier in der oberen Navigationsebene zwischen News und Aktionsgruppen kommen. Oder ihr könntet auch auswählen, wo die hin soll. Wir erstellen jetzt mal eine Seite innen drin. Die nenne ich einfach mal zweite Unterseite. Ich aktiviere sie direkt und da der Haken aus ist, wird sie dann auch im Menü angezeigt werden. Speichern und schließen. Und dann haben wir hier die zweite Unterseite. Ändern wir nochmal die Reihenfolge, damit die erste Unterseite oben steht. So. Um jetzt da konkrete Inhalte drauf zu platzieren, wechseln wir am besten in die Seitenansicht. Gehen auf die zweite Unterseite. Und dann gehe ich hier drauf, neues Element anlegen. Wichtig ist, wenn ihr eine neue Seite anlegt, als erstes nur müsst ihr so ein Rahmentemplate nehmen. Für außenrum ist es wichtig, entweder die Co-Kreis-Unterseite oder eine Co-Kreis-Verteilerseite zu nehmen. Wir machen aber gleich mal vor, wie die beiden Seiten sich auswirken. Aber vielleicht machen wir testweise erstmal so, dass ich mal die Seite direkt aufrufe, dann habt ihr den genauen Vergleich. Ich gehe auf die zweite Unterseite, die noch gar keine Inhalte hat. Dann seht ihr wirklich halt nur so den äußeren Rahmen der 72-Stunden-Webseite und alles innen drin fehlt. Und dann legen wir jetzt hier innen drin eine Co-Kreis-Unterseite an. Hier als Überschrift schreibe ich jetzt einfach mal rein Co-Kreis-Unterseite. Das wird nicht ausgegeben, ist daher nur eine interne Beschriftung, damit ich hinterher noch weiß, was ich da platziert habe. Und speichere das. So, jetzt laden wir das genau. Und in dem Moment, wo ich eine Co-Kreis-Unterseite habe, kriege ich dann hier automatisch diese obere Navigation und auch hier diese rechte Spalte mit der zweiten Navigationsebene und hier unseren Kontaktdaten. Auch die Unterstützer werden dann damit geladen. Das kommt alles automatisch, wenn ihr eine Co-Kreis-Unterseite nehmt. Wenn wir jetzt in diese Co-Kreis-Unterseite reingehen, das heißt, hier innen drin ein neues Inhaltselement erstellen, dann können wir anfangen, da konkreten Text reinzumachen, Bilder reinzusetzen, was auch immer wir wollen. Dann nehmen wir jetzt hier einfach mal Text. Diese Überschrift hier wird auch wieder nicht angezeigt. Nehmen wir einfach mal ein Textelement und sind wieder ganz kreativ. Ich bin die Überschrift, soll die Überschrift werden und hier steht der Text. Der Seite ist dann der normale Text. Das ist jetzt erstmal alles noch als normaler Text formatiert. Um daraus eine Überschrift zu machen, wähle ich das aus und hier, wo erstmal Absatz steht, nehme ich Überschrift 2. Die sieht dann so aus, schwarzer Hintergrund, weiße Schrift in dieser 72-Stunden-Schriftart. Oder was auch noch ganz nett ist, ist die Überschrift 3, einfach eine große hellblaue Überschrift, aber in normaler Schriftart. Die Überschrift 2 wäre dann so das, was wir empfehlen würden als normale Überschrift. So, speichern und schließen. Und wir laden die Seite neu. So, und dann steht jetzt hier der Inhalt drin. Machen wir einfach nochmal eine dritte Seite, auf der ich euch dann nochmal das Prinzip der Verteilerseiten erkläre. Die fügen wir jetzt einfach auch erstmal da drin ein, auch wenn ihr gleich sehen werdet, dass das hier gar nicht so sinnvoll ist. Dritte Unterseite aktivieren, speichern und schließen. Dann gehe ich hier auf diese dritte Unterseite und füge ein neues Element ein und nehme jetzt hier die Co-Kreis-Verteilerseite.
Verteilerseite, speichere das. Jetzt erscheint die hier oben. Wenn wir hier auf Unterseite gehen, seht ihr, dann kommt erst die dritte Navigationsebene mit der Unterunterseite, aber die zweite Ebene ist dann eben immer noch eingeblendet. Aber wir wollten jetzt hier zur dritten Unterseite. Da seht ihr, die hat jetzt erstmal keinen Inhalt, eben auch nicht rechts diese Spalte mit der Unternavigation, was eben auch der Grund ist, warum ich die da nicht sinnvoll finde. Aber zum Beispiel die standardmäßige Kuckreis-Startseite, die so aufgebaut ist, das ist auf Basis einer Kuckreis-Verteilerseite. Das heißt, wenn ihr das als Element irgendwo nehmen wollt und habt da nochmal Seiten unten drunter, dann müsstet ihr jeweils die Verlinkung irgendwie von Hand in den Inhaltselementen hier reinbauen. Wie man hier generell Inhalte einfügt, zeige ich das gleich auch noch. Da müssen wir hier in die Verteilerseite jetzt wieder ein neues Element einfügen. Gehen dann auch wieder runter zu den flexiblen Inhalten und nehmen jetzt hier DV2-Spalter. Der heißt DV2-Spalter, weil das das genau gleiche Element ist wie bei den Diözesanverbänden. So, der hat hier unten zwei Inhaltsfelder, wo dann noch Inhalte reinkommen und zwei Überschriften. Die benenne ich jetzt einfach auch mal nicht sonderlich kreativ. Speichere das. Und dann gehen wir gerade wieder zu dieser Seite. Und dann seht ihr hier schon mal zwei Überschriften. Wenn wir uns jetzt die Seite angucken, dann seht ihr hier, dass hier auch schon mal links und rechts zwei Elemente für vorgesehen sind, in denen wir jetzt dann hier einen Text einfügen können oder eben auch wie immer auf allen Seiten damit irgendein anderes Inhaltselement, was es schon irgendwo gibt, platzieren können. Machen wir einfach hier mal einen Text rein. Und wenn wir jetzt irgendwo auf eine Unterseite verlinken wollen, dann müssten wir das eben auch von Hand machen, indem wir jetzt hier einen Text reinfügen. Um da einen Link draus zu machen, markiere ich das. Link einfügen auf eine interne Seite. Setzen wir den zum Beispiel einfach mal hier auf diese Unterunterseite. Laden die neu. Hier ist der Text, da ist der Link. Wenn ich dann anklicke, komme ich auf die noch leere Unterseite. Ja, soweit zu den wichtigsten Template-Elementen, mit denen ihr dann regelmäßig arbeiten müsst. Also hier innerhalb der Kuckreis, der ist ja zwei Spalter, oder eben bei den normalen Kuckreis-Unterseiten könnt ihr dann eben beliebige Inhaltselemente unterbringen, also Text, Text mit Bilder, nur Bilder. Das dürften so die sein, die man am häufigsten braucht. Statt Dateilinks haben wir dann hier noch die neue Downloadbox, die in einem extra Video vorgestellt wird, die eben Downloads ein bisschen schöner aufbereitet. Die passt entweder auf eine Kuckreis-Unterseite, wo sie dann in zwei Spalten, also in einer etwas breiteren Spalte wäre, oder würde eben auch auf einer Verteilerseite dann in eine von diesen etwas schmaleren Spalten reinpassen. Die Verteilerseiten bieten sich eben auch, wie wir es auf unserer Startseite sehen, ganz gut an, um hier sowas wie die Bildergalerie-Vorschau oder hier so eine Newsliste unterzubringen, also auch alle Seitenelemente, die automatisch sowieso eine Verlinkung auf andere Seiten mitbringen. Oder halt hier so ein Element Ansprechpartner, das jetzt auf keine untere Seite führt. Und das ist übrigens diese neue Downloadbox, die ich gerade eben erwähnt habe. Ja, soweit dann zum Seitenaufbau und dem Bearbeiten der Navigation oder Seiten. Und macht's gut, bis zum nächsten Video.